Mein Name ist Henning Tietke. Ich bin gebürtiger Uelzer, 55 Jahre und Vorsitzender des Vereins Ilmenau Stadt Uelzen. Dieser Verein hat sich 2013 gegründet, hat heute 102 Mitglieder und 484 Unterstützer, die Uelzen planmäßig für die Zukunft entwickeln wollen und dem demografischen Wandel entgegenwirken möchten. Ich habe lange Zeit in Deutschland eine berufliche Rundreise gemacht, bin 2007 nach Uelzen zurückgekehrt und habe festgestellt, dass Uelzens Gesicht sich verändert hat. Uelzen hat durch den Mauerfall, durch die Grenzöffnung doch einen deutlichen Wandel vollzogen. Und wir im Verein Ilmenau Stadt Uelzen möchten diesem doch eher spürbaren negativen Trend, den wir da erkannt haben, entgegenwirken, indem wir diese Stadt entwickeln. Und vor allen Dingen müssen wir es schaffen, das Bewusstsein der Uelzer zu verändern. Denn mein Gefühl für Uelzen ist ausgesprochen positiv, aber das ist nicht bei allen Uelzern feststellbar. Und so müssen wir versuchen, dieses Bewusstsein zu wandeln in eine positive Stimmung, dass alle Bürger dieser Stadt daran mitwirken, auch Uelzen zu entwickeln. Dieser Ilmenausee, wie ich sagte, soll einen Impuls darstellen. Das Konzept, was der Verein Ilmenau Stadt Uelzen entwickelt hat, ist aber eines, wie die gesamte Stadt Uelzen zu beleben ist. Ein tragender Mitarbeiter der Initiative ist Stefan Thieme, Architekt, der lange Zeit für ECE, ein Unternehmen gearbeitet hat, welches Shopping Malls weltweit konstruiert oder plant. Und diese Shopping Malls laufen immer nach dem gleichen Prinzip. Ich habe zwei Ankermieter, hier könnte es das neue Marktcenter am Ferser Tor sein und die Wachsmutsche Klinke im Norden Uelzens. Und entlang dieser Shopping Mall sollen kleine Boutiquen ein belebtes Einkaufen ermöglichen. Es darf definitiv keinen Leerstand geben. Und wenn sich die Leute ermüdet fühlen, dann sollen sie eine Ruhezone finden, einen Aufenthaltsbereich, und dieses könnte eben genau im Zentrum dieser Herzogenplatz sein. Außerdem ist der Herzogenplatz ein Anziehungspunkt für die vielen, vielen tausend Menschen, die den Hundertwasserbahnhof sich ansehen, die begeistert sind von der Architektur, aber zurzeit kaum eine Veranlassung finden, nach Uelzen zu kommen. Diese Leute, die wollen wir erreichen. Wir wollen sie bewegen, dazu hier an diesen Ilmenau zu gehen, in einem Café zu sitzen oder hier sich auf diesem Platz aufzuhalten. Das ist unser Ziel und das ist vielleicht auch im Interesse all der Geschäfte, die entlang der Bahnhofstraße sind. Denn diese Geschäftsleute werden feststellen, es ist mehr Betrieb vor meiner Tür. Es ist vielleicht attraktiv, hier wieder ein Geschäft zu beleben.